Hi, hier ist Jo von den Zukunftsbauern. Willkommen mal wieder bei einem Video von uns. Wir haben lange Zeit keins gemacht. Ein Hauptgrund, warum, seht ihr hier hinter mir, wir stehen in unserer neuen Anzucht. Wir hatten hier im Winterhalbjahr eine große Baustelle und haben hier uns eine richtig geile neue Anzucht geleistet. Hier stand letzten Juli stand hier noch ein altes Glashaus, was uns viel zu klein wurde für unsere Anzucht. Wir mussten immer mehr Jungpflanzen zukaufen. Und jetzt haben wir hier investiert und ein neues Haus gebaut. Dazu gibt es aber dann bald noch ein Video, wo wir das alles im Detail erklären. Ich wollte jetzt heute einfach mit euch einen Rundgang machen. Wir haben jetzt Anfang April und wir wollen einfach mal schauen, wo stehen wir gerade im Gemüsebau, wie sieht es in den Gewächshäusern aus, wie sieht es draußen aus mit den ersten Gemüsesätzen. Hier haben wir jetzt einfach unsere ganzen Jungpflanzen, jede Menge Salate, Fenchel, Kräuter und so weiter. Hier haben wir Kartoffeln am Vorkeimen, die wir Ende April legen wollen. Die machen jetzt gerade hier so schöne Lichttriebe. Da stellen wir die so ungefähr 8 Wochen vorm Legen hier rein, wo sie schön warm haben und Licht haben. Und dann machen die eben nicht diese langen Keime, die sie im Keller und in der Dunkelheit machen, sondern machen stabile, kurze, starke Triebe. Und dadurch wachsen sie einfach. Also kommen sie gut 2 Wochen früher aus der Erde. Ja, hier sind wir in der Abhärtung, die muss jetzt auch noch ein bisschen erneuert werden. Aber hier seht ihr zum Beispiel unsere Lagerzwiebeln, die wir eigentlich diese Woche pflanzen wollen würden. Aber bei uns ist gerade eigentlich noch, also es ist viel zu nass zum Pflanzen draußen, zum Bodenbearbeitung machen. Es ist auch ziemlich kalt, das heißt jetzt für morgen Nacht ist -3, -4 Grad angesagt zum Beispiel. Aber die härten wir jetzt gerade hier schon ab und nachts fahren wir sie wieder in die Anzucht rein. Wir gehen mal in die Gewächshäuser und schauen uns an, wie da das Gemüse wächst. Allgemein würde ich sagen, sind wir gerade an so einem Punkt, wo jetzt alles explodiert. So die knappe Zeit von Januar, Februar, Anfang März ist vorbei und jetzt wächst alles so arg, dass wir gar nicht gut genug hinterherkommen mit dem Gemüseernten von den überwinternden Blattgemüsen und so weiter. Hier zum Beispiel sehen wir, was ganz schön ist, das ist ja so ein Catalonia Aurelia, ein roter Kulturlöwenzahn. Das ist jetzt der zweite Schnitt im Frühjahr. Fast ein bisschen spät, eigentlich ernte ich ihn lieber ein bisschen früher, dann ist er noch zarter. So ein schöner, bitterer Schnittsalat. Hier haben wir Eistapfenradieschen. Die habe ich Anfang Februar hier gesät. Drüben sind die roten. Da können wir mal weiterschauen, das nächste Haus. Hier in dem Haus haben wir jetzt einige neue Pflanzungen. Hier ist zum Beispiel Fenchel in Mischkultur mit Koriander. Da kommt in, jetzt haben wir Anfang KW 14, also wahrscheinlich so KW 18, werden wir hier Tomaten pflanzen. Dann werden wir den Koriander bis dahin abgeerntet haben. Der Fenchel wird noch lange brauchen und mit den Tomaten zusammenstehen. Hier zum Beispiel Babyleaf-Salate, auch frisch gepflanzt. Werden nächste Woche in die Ernte gehen. Hier ist jetzt Baby Kale überwintert, den hatten wir im Oktober gepflanzt. Es war jetzt im Frühjahr schon 2 Schnitte und jetzt geht er immer mehr in die Blüte. Also jetzt lassen wir noch stehen, weil für 3, 4 Wochen noch was Neues pflanzen ist jetzt nicht so der Sinn drin. Und ist jetzt auch gerade, also vielleicht ernten wir noch mal was fürs Kochen. Den kann man auch, wenn er so ist, eigentlich sehr schön, sehr lecker noch essen, gekocht. Und ansonsten ist es eine Gründüngung, wenn wir ihn jetzt nicht mehr brauchen. Hinter mir sehen wir jetzt so ein Postelein. Das ist für uns ein ganz wichtiger Teil unserer Wintersalateversorgung. Also wir machen ja wirklich 52 Wochen im Jahr Salat und der Postelein wächst halt einfach auch im Winter ganz schön. Der ist jetzt bestimmt, ich schätze mal, in der 5. Ernte und der fängt jetzt um die Jahreszeit an, einfach nicht mehr so schön zu sein. Also so, wobei eigentlich, also schön schon, ja, also der macht ja dann so schöne Blüten. Das kann man auch nochmal mitessen jetzt einen Schnitt, aber danach ist eigentlich das nur noch stängelig und blütig und nicht mehr sehr salatig. So, aber bis jetzt war der eigentlich uns sehr wichtig für die Salatversorgung. Ja, schauen wir in noch ein Haus. Hier sind wir quasi in unserem Spinathaus. Also hier ist fast das ganze Haus voll mit Spinat seit September, Oktober. Ist jetzt auch hier die 2. Ernte im Frühjahr.
oder der wurde im Januar wahrscheinlich einmal geerntet. Der wächst uns jetzt richtig davon. Also das ist jetzt hier der Aufwuchs von 2,5 Wochen. So eigentlich versuchen wir den oft auch früh zu ernten als Schnittsalat, aber dann nehmen wir ihn auch, wenn er zu groß wird, halt auch zum Kochen dann her. Oder halt als normalen Spinat. Und der ist jetzt noch schön, aber bei dem fängt es jetzt auch schon an, dass er teilweise dann in die Blüte geht. Mal suchen. Ja, genau. Also, das ist jetzt das ganz normal, dass der jetzt halt in die Blüte geht um die Jahreszeit. Man sieht es an dem Stängel, das heißt, man kann ihn jetzt nicht mehr so gut ernten. Der wird jetzt noch einen schönen Schnitt jetzt mal geben und danach wird er noch mehr in der Blüte sein und noch weniger Blattmasse machen. Und dann bleibt er aber auch stehen, bis hier einfach kW auch 18, 19 die Tomaten reinkommen in den 4 Wochen. Mal schauen, was wir noch ernten und was dann einfach als Grünigung quasi einarbeiten. Hier unterm Netz ist unter anderem Kohlrabi, also hauptsächlich Kohlrabi, aber auch Pak Choi. Das ist jetzt unser erster Satz Kohlrabi im Gewächshaus aus Mitte Februar. Muss man um die Jahreszeit unbedingt mit dem Netz zudecken, weil sonst oft der Kohlschriebrüssler, meine ich, ist es, kommt und die einmal ganz leicht anbeißt, dann vernarbt es und wenn die dann weiter wachsen, dann platzt es auf und dann hat man oft, also ich kenne das oft gerade bei den frühen Kohlrabi im Gewächshaus, dass die Hälfte oder so aufgeplatzt ist. Das ist dann nicht schön. Ganz allgemein sind wir echt gerade so, dass wir wirklich schauen müssen, dass wir das Grünzeug loskriegen, weil es gerade so schön wächst. Und jetzt bin ich gerade ganz froh, dass wir die Woche eine kalte Woche haben, um so ein bisschen so einen Puffer zu haben. Aber das ist immer so ein bisschen so ein Jonglieren, auch wann fange ich dann mit der Ernte an. Lieber gehe ich, wenn ich so viel habe, die alle gleichmäßig sind, lieber ein bisschen früher rein und ernte schon mal was los, damit dann alles gestaffelt ist, dass nicht alles auf einmal kommt. Ja, hier draußen könnt ihr sehen, sind die allermeisten Beete jetzt noch einfach mit Gründüngung, mit Roggen bestellt. Ein paar Beete, wo wir spät geerntet haben, hier zum Beispiel war Mangold bis zuletzt. Also von Mai noch bis im November haben wir da geerntet. Das ist natürlich nichts. Sonst sind die meisten Beete, die wir nicht jetzt gleich brauchen, einfach alle eigentlich grün. Hier seht ihr unseren Knoblauch im Mulch. Winterknoblauch Anfang November oder Ende Oktober gesteckt und dann gleich gemulcht. Was der jetzt braucht, ist eine flüssige Düngung. Also anders als flüssig kann man es nicht machen unter Mulch, aber unter Mulch ist der Boden halt jetzt kalt und nass und es mineralisiert sehr wenig. Der Mulch ist ziemlich kohlenstoffreich, also auch da ist nicht viel Düngung zu rechnen. Und das bringt jetzt ganz viel, wenn wir dem so eine ganz leichte, flüssige Startdüngung geben, dass der jetzt loswächst. Das ist erfahrungsgemäß wirklich, macht es ganz viel aus für den Knoblauch. Hier in unseren kleinen Häusern ist jetzt zum Beispiel hier ein Beet Möhren, die wir sehr früh als Babymöhren vermarkten. Hier sind auch die ganz frühen Steckzwiebeln ein Beet. Mit beiden geht es dann natürlich draußen weiter. Aber so für die ganz frühe Versorgung, also gerade für Restaurants zum Beispiel, ist das sehr schön. Aber natürlich auch für die Steckzwiebeln dann, wenn wir uns keine Lagerzwiebeln mehr haben, als frühe Buntzwiebeln. Hier ist ein bisschen Spinat, das ist jetzt der einzige Spinat, den wir im Frühling pflanzen, einfach um nochmal die Saison ein bisschen verlängern zu können. Aber eigentlich brauchen wir da nicht viel, weil unsere meisten Kunden jetzt nach der Spinatschwemme auch damit gesättigt sind. Oder auch wir also alle, die unser Gemüse essen, irgendwann auch genug Spinat gegessen. In dem Haus, genau das gleiche Thema, was ich schon gesprochen habe, der Asiasalat wächst uns jetzt davon. Der muss jetzt dringend heute geerntet werden. Das wäre eigentlich besser gewesen letzte Woche, aber wir hatten jetzt ein bisschen viel und gleichzeitig auch noch viel Feldsalat, der jetzt gleichzeitig eben auch genau zur selben Zeit reif ist. Und das ist dann immer die Schwierigkeit um die Jahreszeit. Es wächst alles so schnell, es muss dann weg. Und dann jetzt hier gerade bedenken, dass der mir zu groß wird. Ja, also es wird er. Und dann schneide ich aber lieber auch mal ein Stückchen was runter und nutze es nicht, um dann auch wirklich genug zu haben beim nächsten Schnitt wieder. Hier kommen jetzt, hier machen wir unseren ersten Satz Zucchini rein in KW 17. Die sind schon getopft, standen bei den Tomaten. Das heißt, hier ist nicht mehr so lang bis auf das Beet. Hier ist Zuckererbse in der Mitte und außen ist Baby Kale gesät. Den werden wir quasi ein oder zweimal schneiden und dann werden wir da für die Zuckererbsen mulchen und den damit abtöten. Die Zuckererbsen bleiben stehen. Hier wird dann quasi auch entsprechend umgebrochen. Und hier habe ich einfach eine Erbsendichtsaat gemacht, sowohl als Gründüngung als auch um dann
die Spitzen zu ernten, auch für Salate und sowas. Und das steht jetzt quasi alles hier noch 3 Wochen ungefähr und dann kommen die Zucchini. Also wir machen Zucchini im Haus, unseren ersten Satz, weil wir hier oft einfach noch Ende Mai, eigentlich haben wir in 2 von 3 Jahren, haben wir Mitte, Ende Mai noch einen Frost. Und es war schon so oft, dass wir schöne frühe Zucchini hatten und sie einfach dann einen auf den Deckel gekriegt haben. Und darum machen wir die momentan in den kleinen Tunnels und das ist eigentlich echt cool. Weil dann können wir sie nochmal, pflanzen wir sie wirklich früh und dann groß, also auch im großen Topf. Nicht so, die späteren Sätze machen wir nicht so. Aber dann haben wir einfach Ende Mai, wenn es gut geht, Zucchini. Hier seht ihr jetzt unseren Frühkulturen-Block. Das ist ein Block, den wir über Winter unter Folie hatten und wo wir letztes Jahr auch Kompostbeete angelegt hatten. Also mit jetzt nicht so wahnsinnig viel Kompost, aber schon also eine 4-5 cm Schicht Kompost und dann Folie drüber. Und das machen wir von so Frühkulturen, weil erfahrungsgemäß mit der Kälte und der Nässe hier es einfach echt schwierig ist, im Frühjahr auf die Beete zu kommen. Und da, also gerade in dem Frühjahr bin ich jetzt richtig dankbar dafür. Da kann ich mir einfach immer gerade das aufdecken, was ich brauche und konnte dann zum Beispiel hier, das ist jetzt, wann war das? Ich glaube KW 8 oder so. Also es war auf jeden Fall so ja, eher Ende Februar, einfach dann Radieschen zum Beispiel gesät. Da habe ich jetzt die Hälfte unter Vlies und die andere Hälfte nicht, um die ein bisschen zu splitten von der Ernte. Oder hier sind auch unsere ersten Möhren schon am Keimen. Der zweite Satz ist schon gesät. Da hinten haben wir Salate, Schnittsalate, da ist schon Kohlrabi gepflanzt, Pak Choi gepflanzt, Mairübchen gepflanzt, eben auch der zweite Satz rote Beete. Und das ist wirklich super mit diesem Abdecken. Das ist echt für uns da, ja, also an Aussaaten wäre sonst draußen jetzt überhaupt nicht zu denken gewesen bis Anfang April und wäre wahrscheinlich auch die nächsten 10 Tage nicht. Und Pflanzen wäre auch gegangen, aber ist natürlich auch nicht so optimal. Und da sind wir wirklich einen Monat früher dran durch dieses Abdecken und die Kompostbeete. Wo ich wie gesagt, da rentiert sich der Aufwand, das zu richten. Ja. Die meisten Beete sind begrünt und jetzt sind halt die frühen Beete voll. Jetzt habe ich gerade so ein bisschen dann das Problem, wann pflanze ich meine nächsten Sätze. Deswegen stehen eben zum Beispiel die Zwiebeln draußen und wir müssen jetzt noch mehr Sachen einfach rausstellen, weil ich nicht rechtzeitig alle Beete bereiten kann. So. Und da muss man halt dann ja, irgendwie improvisieren. Vielleicht mal so viel. Jetzt habt ihr einiges gesehen, wie es bei uns gerade so aussieht. Wir machen bald wieder ein Video. Ich hoffe jetzt wieder regelmäßig. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Danke fürs Zuschauen. Hallo?